Herr Jatzombek, nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. In Ihrer Ecke wird ja dauernd gejubelt. Was war jetzt der letzte Jubel? Ich glaube, der größte Jubel ist, dass die Linkspartei nicht drin ist, weil das gleichzeitig Schwarz-Gelb ermöglicht. Und das ist unsere Wunschkoalition. Was bedeutet dieses Wahlergebnis für die Düsseldorfer Kandidaten und Düsseldorf allgemein? Ja, wir zählen ja gerade noch aus, aber es sieht für alle Kandidaten gut aus. Und ich glaube, dass die Düsseldorfer CDU hier wirklich auch einen tollen Wahlkampf gemacht hat. Und da sind sehr, sehr viele, die sich hinter den Kandidaten geschart haben. Die haben viel gemacht, morgens um 6 Uhr Brötchen verteilt, viele Hausbesuche gemacht. Und dass sich das auszahlt, das ist für uns gut. Wie wird es jetzt weitergehen? Ja, wir werden jetzt halt eben sehen, wie die Regierungsbildung stattfindet. Ich glaube, das wird noch eine lange Nacht, um zu sehen, kommt die Linkspartei rein oder nicht. Und wenn sie nicht reinkommt und, ja, zwei Dinge, es für Schwarz-Gelb reicht, glaube, dann werden sich Armin Laschet und Christian Lindner wahrscheinlich morgen zum Frühstück noch nicht, aber zum Mittagessen treffen. Und dann wird es halt eben eine Koalitionsverhandlung geben. Haben Sie mit diesem Ergebnis auch ein Zeichen gesetzt für eine Wechselstimmung in Richtung CDU in Düsseldorf? Ich glaube, wir haben jetzt erstmal ein gutes Zeichen gesetzt für die Bundestagswahl im Herbst. Die müssen wir als nächstes gewinnen. Das ist keine einfache Aufgabe. Das sind noch 4 Monate, die wir haben, auch wenn das momentan für uns sehr gut aussieht. Sie hören ja die Gesänge. Aber da muss man jetzt einen kühlen Kopf bewahren, diszipliniert und fleißig arbeiten. Und wenn wir das auch gewonnen haben, dann werden wir auf die Kommunalwahl gucken. Das ist auch noch ein ganzes Stück zu gehen. Aber ich glaube, Düsseldorf ist eine Stadt, die die CDU gewinnen kann, wenn wir ein überzeugendes Programm haben. Jetzt schnell zurück, ein bisschen die Freude dämpfen. Sehr gerne.